Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Runde von Dragon Age. Ja, wir sind hier noch in den Hinterlanden. Sind irgendwie hier auf dem Weg zu so einer Sehenswürdigkeit. Ja, und die Bedrohung bleibt natürlich weiterhin bestehen. Wir waren irgendwie hier auf dem Weg, ne? Da bin ich gerade nochmal runtergegangen gewesen. Weil hier oben, war da was? Nö. Ah, ich musste gerade mal für mich den Ton gerade anstellen. Der war noch nicht angestellt. Was ist das da oben? Wie komme ich hier hoch? Den Weg. Aber hier ist ja auch irgendwas. Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich erstmal. Upsala. Irgendwie ist hier, oder? Das letzte Mal sind wir schon angegriffen geworden. Momentan kann ich nichts tun. Seltsam. Okay. So, Lars, sag mir mal, was ich tun soll hier. Das ist natürlich eines der Risse und jetzt kommt, glaube ich, eines der Dämonen raus, oder? Also momentan kann ich wirklich nichts tun. Da bin ich noch ein bisschen irgendwie ratlos, sag ich jetzt mal. Okay, wir gehen mal... Warte mal, komm mal mit. Wir gehen wieder nochmal dahin zurück. Und nehmen mal den... meine Hand, jetzt ist wieder weg. Und gehen mal hier entlang. Tja, Leute, es ist halt echt schön, wenn man absolut keinen Orientierungssinn hat und dann sowas spielt. Die Randgebiete, okay. Ich muss mal immer mal gucken, ob ich hier irgendwo was finde, ne? Tja, ja, ich weiß noch nicht, wo wir hier so sind. Freund oder Feind? Ich glaube, der rennt eher vor uns davon. Natürlich entferne ich mich jetzt eigentlich von meinem eigentlichen Ziel. Oh, da ist... Da ist nochmal eines von diesen Dingern. Das ist aber noch eine andere jetzt, ne? Okay. Und, jo. Upsala. Ja, mit Cassandra muss alleine nach vorne und wir machen hier von hinten. Wir räumen von hier hinten auf. Aber ich muss auch nach vorne, weil ich die Bresche ja zumachen sollte. Wenn es funktioniert, wenn ich hier... ich bin dabei. Kinder, es macht, macht, macht. Macht, macht, macht. Wow, was ist das eigentlich? Jo, 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 jo. Kinnas, wir haben es geschafft. Amulett der Einsatzbereitschaft und Geistessenz. Okay, ja gut. Ups. Macht plus 1. Yeah, yeah, yeah. Hier, bitte, bitte. Hier irgendwo... hier ist noch ein Ausrufezeichen. Ich vermute mal im Haus, oder? Ach, manchmal. Witwe Maurer. Diese verfluchten Templer haben meinen Mann ermordet und ihm seinen Ring vom Finger gestohlen. Sie verdienen den Tod. Ein Templer tötet euren Mann? Ihr sagt, die Templer hätten euren Mann angegriffen? So ist es. Er grub gerade einen Baumstumpf aus. Diese Narren konnten eine Schaufel nicht von einem Magierstab unterscheiden. Aber sie mussten angeblich sicher gehen. Überall wären Rebellen, die sie aus dem Hinterhalt angriffen. Diese kranken Bastarde. Sie nahmen ihm auch den Ring, den ich ihm an unserem Hochzeitstag gegeben hatte. Nur für den Fall, dass er magisch wäre.
Naja, gut. Auf bald. Lebt wohl. Ja. Ups. Ja, so, neben mir läuft mal wieder meine Katze rum und lenkt mich hier ab. Okay, wir sollten noch irgend so einen Ring finden. Ja, wer weiß, wo dieser Ring dann zu finden ist. So, ja, schaut mal, ich bin ja total in die falsche Richtung gelaufen. Mein Scheiß. Naja, ich sag mal so, wenn wir schon mal in der Gegend sind, sind wir da auch vorbeigelaufen, sag mal. Was ist ein Okularum? Ja, ein Okularum ist eben ein Okularum. Naja, okay, dann gucken wir uns doch mal eigentlich hier etwas um und gucken mal, ob wir das Witterfleisch irgendwie bekommen. Gehen wir doch mal in diese Richtung. Das ist hier so diese Richtung. Na also. 10 Witterfleisch brauchen wir. Dann haben wir zumindest mal das erledigt hier. Also die Gegend hier ist ja wirklich ganz schön, finde ich. Da ist ein Witter. Okay. Muss ich das noch einsammeln oder habe ich es dann? Man weiß es nicht. Doch, ich... Nee. Hallo. Entschuldigt, Jungs. Das ist weg. Es war kein Witter. Es war irgend sowas wie ein Hase. Okay. Ach, du meine Güte, das ist doch ein Witter. Ich hatte doch vorhin auch dieses Tier. Muss ich die töten? Oh, nö. Echt jetzt? Ich muss die töten. Oh, da ist noch mal jemand. Entschuldigt bitte, habt ihr vielleicht noch eine andere Speerin der Inquisition gesehen? Eine Elfin namens Ritz? Eine Speerin wird vermisst? Ihr sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet? Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst. Mhm. Wir unterhalten uns später. Na gut. Oh. Ist das eine Krähe oder ein Rabe oder sowas? Ich gehe mal wieder zurück in dieses lila Ding, nämlich hier. Hier ist ein Witter. Ach, es versteckt sich. Es ist ja echt gemein. Ach so, nee, Moment. Ich hab's ja schon erwischt. Witter, Leder, Witter, Fleisch. Genau, sorry, wenn ich euch irgendwie... Aber wir müssen die Witter finden hier. Da ist noch einer. Oh, was war das? Ah, haben wir denn auch schon erledigt gehabt vorhin? Na, wie auch immer. Ohne, dass ich es bemerkt hätte. Hier gehe ich aber raus aus diesem Dingsbums, aus diesem... Na, sag's, lila Kreis. Ist das nicht Eisen? Ja, es ist Eisen. Naja, also so mit der Zeit, denke ich, wird man das auch finden. Ich werde mich dann wahrscheinlich auch viel besser auskennen. Nö. Das ist ja immer so am Anfang. Also mir geht es bei solchen Spielen oftmals am Anfang so, bis ich dann ein bisschen drin bin. Und dann... Naja, ich nehme mal das Eisen schon mal mit. Und Cassandra, komm, hast du ihn erwischt? Am Ende? Ja, hast du. So, was ist denn das da hinten? Okay. Skizze von Kalindas Brückenkopf. Der Typ ist wohl irgendwie tot, hm? Ist von irgendjemandem. Es tut mir echt leid, Witter, aber... Mein kleiner Witter. Oh, was ist denn da vorne los? Sollten wir da helfen? Kommt, wir helfen mal hier. Abtrünnige!
Abtrünnige! Abtrünnige. Oh. Ja, ein bisschen so lange gewartet, der ist jetzt hier. Die Abtrünnigen sind in die Hügel geflohen. Mhm. Plündern. Hier habe ich noch was zum Plündern. Ein Brief. Festung der abtrünnigen Magier. Na gut. Damit bin ich nicht vertraut. Astrarien. Wie immer, ihr dürft das hier dann lesen und ich zeige euch das einfach quasi. Hoffe, dass ihr das, wenn ihr dann Lust dazu habt, es zu lesen, dass ihr das tut. Dass ihr quasi auch anhaltet und so. Astrarium. So, was kann ich genau damit machen? Ups. Astrarien erlauben es dir, die Geheimnisse des Himmels zu entschlüsseln. Bilde die Darstellung des Sternbildes nach, indem du Sterne miteinander verknüpfst, ohne dieselbe Linie zweimal zu ziehen, okay? Okay. Nee, ist das ein Durchgänger? Ja. Das ist natürlich ganz lustig. Okay, ich probiere es einfach mal. Zack, zack. Das geht ja so nicht. Und dann kann ich da nicht zurück. Zack, 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 zack. Und nochmal zurück. Ah, das war falsch. Wie kann ich denn... Achso, neu starten. So. Auch lustig, auch lustig. Achso, das geht ja gar nicht anders. Nee, warte, neu starten. Dann muss ich mal anders anfangen. Oh, nö. Kinders, ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Also, da wäre ich jetzt echt... Ich kenne jemanden, der da jetzt echt begeistert wäre. Aber auch ich kann es schaffen. Jups, okay, super. Ein Schwert. Fertigstellen? Denke ich mal. Sternbild Judex. Okay. Hinrichtung war Balava Balava. Nun gut. Sternbild Judex. Wo führt das hin? Das ist ja echt interessant. Ups. Kann man da mehrmals oder ist das nur. Nö. Entschuldigung, Kinders. Aber es zeigt wirklich irgendwo hin. Okay, vielleicht gibt es davon mehrere Mal. Später irgendwo, irgendwann. Wir nehmen das Eisen noch mit. Und ich gehe jetzt noch weiter hier auf die Wittersuche. Das ist eigentlich das, was mir gerade ganz gut gefällt. Hier in diesem Gebiet. Okay, komm schon, noch ein Stückchen. Blündern. Witterfleisch. Tja, immer noch 5 Stück brauche ich. Elfenwurz ist hier. Zack. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Hier, ich muss mal nach den blauen Punkten da unten noch ein bisschen gucken, oder? Da drüben, da vorne ist einer. Nee, das ist ein anderes Tier. Das können wir da. Wir töten ja nicht wahllos irgendwelche Tiere da. Diesen Witterfleisch müssen wir ja quasi auch nur deswegen, weil die halt Hunger haben unten, ne? Gott, sind wir hier nicht auch schon mal gewesen? Da ist ein Witter. Da ist ein Witter. Witter, Witter, Witter. Witter, Witter, Witter. Tschakka, tschakka. So. Zack. Na komm schon, Blünder. Manchmal stehst du einfach daneben. 4 brauchen wir immer noch. Mann, Mann, Mann. Gerade ist keiner in der Nähe. Na gut,
Ich gucke aber jetzt gerade auch nochmal trotzdem hier. Das sieht echt fantastisch aus. Wie Katzen oder Hunde oder sowas. Okay. Was haben wir hier? Waren wir hier schon mal? Oder mache ich das nur? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hier haben wir noch ein paar Ei. Wie? Diese Würzeln. Ah, noch eine königliche. Noch da drüben mit noch eine. Du stehst im Weg, mein Jung. Wie auch immer. Ich gucke. Und dann gehe ich mal noch mal in die Richtung. Mann, Mann, Mann. Es ist echt, echt gar nicht so einfach hier für mich. Was ist denn das? Kann ich das auch plündern? Ihr habt euch der Inquisition also angeschlossen, als euch Sucherin Pentergast verhörte? Ja. In diesem Punkt war sie ziemlich beharrlich. Interessant. Was ist daran interessant? Es überrascht mich, dass es ausgerechnet ein abtrünniger Elf war, der sich der Inquisition freiwillig angeschlossen hat. Ich bin kein abtrünniger Elf. Wenn er mich gemeint haben sollte. So, wieder. Wo seid ihr denn nochmal? Da vorne ist einer. Iho. Da, 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 da. So, tschakka. Einer weniger. Genau. Einer weniger. Hast recht. Da oben ist noch einer. Ich habe ihn schon gesehen. Upsa. Fleisch und Leder. Immer noch drei Stück. Meine Güte. Was ist denn eigentlich der rote Punkt hier? Ich weiß es nicht. Da. Ich muss noch ein Stück hoch. Oh. Wo ist er denn hin? Da. Einer weniger, Cassandra. Einer weniger. Da, im Moment. Acht. Da unten habe ich noch einen gesehen. Und da unten ist noch einer. Tschaka, tschaka, tschaka. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendjemand schreit hier. Sind es meine Leute? Mistiger. Plündern. Nochmal ein Stück näher. So, einer noch. Einer weniger. Was hast denn du gemacht, mein Junge? Dass du... Da ist er. Komm schon, komm schon. Bleib stehen. Ich brauch doch nur einen. So, perfekt. Dann kann ich dich nämlich leben lassen. Dachte ich zumindest. Hä? Der hat nichts übrig gelassen. Genas, was denn los? Das gibt's doch nicht. Oh Mann, da muss ich dich doch töten hier. Ich hab jetzt echt... Der war doch tot, oder? Eingefroren. Oh nee. Doch. Jetzt war ich... Ich dachte für einen Moment, wenn ich es einfriere, dass es dann verschwunden ist. So. Bring dem Jäger das Fleisch zurück. Ja, das können wir dann machen. Aber ich glaube auch, das machen wir das nächste Mal. Ich muss sowieso erstmal den Weg wieder finden. ja. Wir sind jetzt hier ganz schön. Ach, da ist das Astrium. Und ich glaube, wir waren in dem Lager, wenn ich mich recht ersinne. Okay, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Und wir sehen uns in einer nächsten Runde von Dragon Age. Ciao, eure Saki Night Owl.